Mauersegler werden oft von Laien mit Schwalben verwechselt. Sie sind jedoch durch ihre dunkle Unterseite und ihren langen und sichelförmigen Flügeln gut davon zu unterscheiden. Bei der Jagd in der Luft sind sie oft zusammen mit Schwalben zu sehen. Dann werden die Unterschiede besonders deutlich. Sie bauen auch keine Lehmnester, sondern brüten in Höhlen, an Gebäuden oder Bäumen. Auch der Mauersegler zieht im Winter bis ins südliche Afrika und kommt im Sommer erst etwas später als die Mehlschwalbe zu uns zurück. Er landet eigentlich nur, um seine Jungen großzuziehen. Ansonsten kann er viele Monate lang fliegen, ohne ein einziges Mal zu landen. Er frisst, trinkt, schläft und paart sich sogar in der Luft.